Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf meinem YouTube-Channel. Und heute gibt es ein weiteres Abschluss-Tutorial für euch, my friends. Ein Finishing-Tutorial, wo es diesmal vor allem darum gehen wird, in diese gefährlichen 100%igen Spots zu kommen, wo man dann das Finishing verwenden kann. Ich habe ja schon mal ein Tutorial gemacht, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr die Alliance R1 und Kreisschüsse machen könnt, die einfach super effektiv sind nach dem Patch. Und mit diesem Tutorial heute werdet ihr auch genau wissen, wie ihr in diese Spots kommt. Weil da kamen immer wieder Fragen, ne? Was mache ich, wenn ich vor allem auch irgendwie mit dem Rücken zum Gegner stehe im Strafraum? Wie bewege ich mich? Wie komme ich in diese Spots? Und all das wird es hier geben, Leute. Und es ist wirklich super einfach, aber unglaublich effektiv. Aber bevor wir da reingehen, natürlich wieder der Hinweis auf die Glocke, my friends. Das heißt, aktiviert die unbedingt, damit ihr nichts verpasst, wenn ein neues Video kommt. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Ist easy going, ein kleiner Klick und dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Was ich noch sagen wollte, bevor wir jetzt in diese 5 Szenen hier reingehen. Ja, es ist strukturiert aufgebaut. Es ist aber aufgebaut auf das Zickzack-Dribbling vom letzten Mal. Ihr wisst ja, das Zickzack-Dribbling habe ich ja gemacht als Aufbau quasi für das Aufbauspiel, ne, gezielter Spielaufbau, mit dem Zickzack-Dribbling kommt ihr super nach vorne und jetzt ist das quasi wieder der nächste Step. Und was braucht ihr für dieses Abschlusstutorial? Ihr braucht wiederum nichts außer euren linken Analogstick. Mehr braucht ihr nicht. Ihr werdet es kaum glauben, aber ihr werdet sehen, das ist eine der effektivsten, also eine der effektivsten Methoden, die ich kenne, die ich immer wieder mache und super einfach Tore schieße. Wir gehen einfach mal hier rein und ich erkläre euch mal, was jetzt hier passiert. Wir lassen mal die erste Szene laufen, okay? So, also ihr seht hier, ich arbeite erstmal durch die Mitte, überhole, drehe mich hier einmal, passe zu Mbappé und bam, ist hier schon das 1:0 geschehen. So, was ist hier passiert? Das ist erstmal ein Distanzschuss gewesen. Also ich habe das so aufgebaut, dass erstmal über Schüsse am 16er und außerhalb des 16ers und danach im 16er, beziehungsweise wenn der Gegner euch hinten deckt, was ihr macht. So, was ist hier passiert? Ich habe jetzt hier nichts Magisches verwendet oder sowas, sondern ich habe mich hier erstmal, ihr seht, ich komme nach vorne über das Zickzack-Dribbling, wie ich mich hier drehe und so weiter. So, ich passe zu Mbappé und hier drehe ich mich, schieße. Das sieht so einfach aus, ne? Okay, er dreht sich und er schießt. Das war's, ne? So, was ist der Schlüsselpunkt hier, warum das funktioniert? Ihr seht, und das ist eigentlich die komplette Magie, die ich euch eigentlich erklären werde jetzt danach in den nächsten Szenen. Ich passe zu Mbappé, ich nehme den Ball an und bewege den Spieler erstmal gar nicht. Das erinnert euch bestimmt auch an das letzte Tutorial, wo ich euch gesagt habe, wenn ihr den Ball annehmt und erstmal euch nicht bewegt, seid ihr danach super schnell beweglich und könnt im Zickzack-Dribbling arbeiten. Ne? Ball annehmen. Und das ist der Schlüssel für diese unglaublich effektiven Schüsse. Weil ihr nehmt den Ball an und könnt euch danach super schnell in eine Richtung drehen, daher oder daher, und danach den Abschluss mit L1, R1 und Schießen machen. Oder auf Xbox ist das LB, RB und B in dem Fall. Schau mal, ich drehe mich, schieße. Ne? Mehr mache ich nicht, aber ich nehme den Ball erstmal an. Hier, annehmen, drehen, schießen. Mehr ist nicht. Ich lasse mal die nächste Szene laufen, dann wird es nochmal deutlicher, Leute. Ihr seht, wieder, ich arbeite nach vorne, Mbappé, der Pass auf R9 und boom, steht es hier 1:0. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Ich arbeite mich nach vorne, so, Pass annehmen, nach vorne schießen. Das ist die einzige Kunst. Es ist simpel, aber unfassbar effektiv. Was ihr hierfür braucht, ist eben euren linken Stick und natürlich ein Gefühl für das Timing. Ein Auge haben auf den Gegenspieler, der den Spieler aktiv steuert, was er macht. Das Ding ist, ich will euch das mal ganz genau erklären, warum es so einfach ist, warum es so effektiv ist, obwohl es so einfach ist. Sagen wir es mal so. Nehmen wir mal an, ich passe hier nach vorne. Ihr seht das hier. So, der Pass kommt nach vorne. Bam. So, ich nehme den Ball an. Stopp. So, erstmal stoppen und jetzt habe ich zwei Richtungen, in die ich gehen kann. Okay? Ich kann jetzt nach links raus, ich kann nach rechts raus. Was ich euch nicht empfehlen würde, ist nach vorne rauszugehen, weil dann lauft ihr genau auf ihn drauf. Und das ist eben das, was wir nicht wollen. Ihr dürft nicht nach vorne rausgehen, ihr sucht euch eine Richtung. Links oder rechts. Das bedeutet im Umkehrschluss für den Gegner, für den Verteidiger, was hat er für Möglichkeiten? Links oder rechts. Was passiert, wenn er sich richtig entscheidet? Dann kommt er ins Tackling und vielleicht gewinnt er den Ball. Was passiert, wenn er sich falsch entscheidet? Ihr habt freien Raum und schießt. Das heißt, ihr seid in einer unfassbar guten Lage und der Gegner ist in einer
miesen, richtig miesen Lage, weil er das kaum verteidigen kann. Es ist Glück. Er muss sich für eine Richtung entscheiden. Ne? Wenn ihr, das Beste, was ihm passieren kann, ist, ihr nehmt den Ball direkt an und lauft nach vorne. Deswegen sage ich euch, annehmen, stehen bleiben. Schaut mal, zack, boom. Was habe ich gemacht? Ich habe mich nach oben entschieden. Oben. Und er wollte aber runter. Und ich hatte den Raum, um ins kurze Eck zu schießen. Weil ihr könnt diese Schüsse ins kurze und ins lange Eck machen. Das spielt keine Rolle. Aber erstmal müsst ihr unbedingt den Ball annehmen und nicht nach vorne. Ja. Stopp, bewegen. Okay? Das war's. Mehr ist nicht, Leute. Wir gehen in die dritte Szene. Und jetzt zeige ich euch hier erstmal, was gemeint ist mit dem Rücken zum Tor. Bam. Habt ihr das gesehen gerade? So. Was ist hier passiert? Ich kombiniere, passe nach vorne. Ich stehe, der Gegner steht hinter mir. Wo soll ich jetzt hin? Das ist halt eben das, wo ihr auch gefragt habt. Wie mache ich das denn, Mirza, jetzt, wenn ich passe in den Strafraum und so oft steht der Gegner hinter mir? Wisst ihr, was die meisten Leute machen? Vielleicht erkennt ihr euch jetzt hier wieder. Also ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen jetzt hier. Wer erkennt sich wieder? Ihr passt in den Strafraum und nehmt den Ball so mit. Ihr nehmt den Ball quasi mit und wollt euch drehen und schießen. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Weil was macht ihr dann? Wenn ihr den Ball hier, wenn ich den Ball jetzt hier zum Beispiel einfach mitgenommen hätte, ne, Pass und einfach mitnehmen, dann gebt ihr dem Gegner... Also dann ist das keine Gefahr, der Gegner braucht sich nicht entscheiden, sondern der sieht, was ihr macht. Er sieht, was ihr macht und meistens ist es entweder die CPU, die automatisch arbeitet oder er ist eh schon im Flow und tackelt euch weg. Na? Der Gegner hat keine Entscheidung zu treffen, wenn ihr den Ball mitnimmt. Wenn ihr stehen bleibt, dann könnt ihr euch nach oben oder nach unten bewegen. Dann hat der Gegner eine Entscheidung zu treffen und dann ist er meistens am Arsch. Weil was ist hier passiert? Ich drehe mich, ich bin Rücken zu ihm, was mache ich? Ich bleibe stehen und dann zack, eine kleine Drehung, schau mal, hopp. Der Gegner hat damit gerechnet, dass ich hier nach innen gehe. Seht ihr das? So, hier bleibt es kurz stecken, das Bild leider. Deswegen kann ich nicht perfekt stoppen. Seht ihr das? Das ist, so, hier. Ich kann jetzt zack nach innen oder zack nach außen. Der Gegner hat damit gerechnet, dass ich hier reingehe, schieße, ins lange Eck. Er hat nicht damit gerechnet, dass ich diese kurze Drehung nach außen mache. Einfach mit dem linken Stick nach rechts gedreht. Mehr habe ich nicht gemacht. Linker Stick, easy going. Ihr nehmt eine Richtung, aber ihr müsst erstmal den Ball stoppen. Hopp, boom. Das war's. Und genau so löst ihr diese Probleme, wenn ihr mit dem Rücken zum Tor steht. Ihr geht nach innen und nach außen. Ne? Eine Richtung habt ihr. Und in der nächsten Szene seht ihr noch ein weiteres Beispiel. Hier, das Beispiel kennt ihr vielleicht vom Zickzack-Dribbling. Hier, hopp, Drehung, Schuss. Das ist ähnlich wie das vorher. Ihr passt, ihr sucht hier die Anspielstation in der Mitte. Okay? So, zack, ihr nehmt den Ball erstmal nur an. Der Gegner kommt nicht rein, wenn er hinter euch ist. Was kann er machen? Er kann sich nur für eine Richtung entscheiden. Na? Und ihr dreht euch entweder runter oder rauf. Wenn ihr so 180 Grad weg vom Tor steht, empfehle ich euch hier, einfach nur nach oben oder nach unten zu drücken. Okay, mit dem Stick. Ihr drückt entweder rauf oder runter. Nicht schräg. Nicht schräg drücken, Leute. Es reicht, wenn ihr nach oben drückt und schießt. Der Ball kommt super. Wenn ihr schräg drückt, dann gebt ihr dem Gegner noch mehr Möglichkeit, dass er noch ins Tackling kommt. Deswegen nicht schräg nach oben oder schräg nach unten, sondern einfach nur wirklich 90 Grad rauf oder runter. Mehr nicht. Schaut mal, ich habe nach oben gedrückt und Schuss. Er hat den Ball halt so komisch mitgenommen, aber ich habe wirklich nur nach oben gedrückt, Leute. Na, von hier habe ich da rauf gemacht. Hier, die Bewegung, nicht die Bewegung oder die, sondern die Bewegung oder die Bewegung. Okay? Zack, boom. So löst ihr euch. Ganz simpel, aber unfassbar effektiv. Nächste Szene. Und die ist jetzt ganz, ganz interessant. Ich zeige euch jetzt mal. Ich lasse sie mal durchlaufen. Hier habe ich erstmal versagt. Ich habe das extra mit reingenommen, damit ich euch das zeige. Letzte Szene für heute. So. Einmal mehr. Pass. Nach vorne. Zack. Boom. So, was ist hier passiert? Hier habe ich den Scoop-Turn verwendet. Den man nicht verwenden muss, aber man kann ihn ab und zu mal machen. Was wollte ich aber vorher noch zeigen? Schaut mal. Ich habe hier gearbeitet. Ihr seht, wie ich immer wieder das mache mit dem Zickzack-Dribbling. Ich passe. Annehmen, bewegen. Passe, annehmen, bewegen. Okay, das kommt später nochmal. Jetzt habe ich weitergepasst. Manchmal zieht er das Tempo an, wie in dem vorigen Tutorial. Checkt das auch am besten ab. So, schaut mal hier. Hier habe ich versagt. Warum? Weil ich den Ball mitgenommen habe. Das ist das, was ich meine. Ich nehme den Ball mit und der Gegner kommt ran. Seht ihr das? Das war eine perfekte Situation für Stoppen und Drehen. Und ich nehme den Ball mit und der Gegner kann es verteidigen. Ich gebe ihm keine Optionen, keine zwei Entscheidungsmöglichkeiten, weil er sieht, dass ich den Ball annehme. Und deswegen wollte ich das mit reinpacken, weil ihr sehen könnt, ich habe verkackt und genauso verkackt ihr vielleicht auch immer wieder und jetzt wisst ihr, warum ihr verkackt und warum der Gegner immer rankommt. Hier, annehmen, stellt euch vor, ich bleibe stehen und drehe mich nach unten und schieße. Der kommt niemals ran im Leben. Im Leben kommt er nicht ran, wenn ich den einfach stoppe, drehen, schießen. Tor! Aber nein, ich gehe nach vorne und verkacke es. So, zweiter Anlauf aber, hier, schaut mal, Pass nach oben, drehen, Pass,
Stopp, drehen, Schuss. Hätte ich diesen Ball auch wieder mitgenommen, wäre das nie was geworden. Aber da hätte auch eine normale Drehung gereicht. Wenn ich den jetzt einfach zack runter, hätte das genauso gereicht, Leute. Annehmen, nach unten gehen, schießen. Reicht völlig aus. Oder annehmen, nach oben gehen, schießen. Scoop Turn könnt ihr immer mal wieder einbauen, um ein bisschen Variation in das Ganze reinzubringen. Ich mache das immer mal wieder, aber selten. Öfter mache ich das mit einer normalen Drehung. Das ist super simpel und klappt einfach fast jedes Mal. Und hier nochmal am Schluss, ihr seht das hier, wie ich jedes Mal stehen bleibe. Schaut mal, hier. Pass, annehmen, drehen, passen. Annehmen, drehen, Schuss. Also wirklich immer so abgehackt, weil dann hat der Gegner immer eine Entscheidung zu treffen. Ihr setzt ihn vor eine Wahl und ihr zeigt ihm nicht schon vorher den Weg. Und deswegen werdet ihr so viele Tore schießen. Versucht es immer wieder, denkt jedes Mal daran, wenn ihr angreift. Annehmen, drehen, annehmen, drehen. Zwei Bewegungen, nicht eine, nicht ein Fluss. Ne? Annehmen, Gegner muss sich entscheiden, drehen. Annehmen, Gegner muss sich entscheiden. Sowohl außerhalb des Strafraums mit dem Zickzack-Dribbling, als auch wenn ihr im Strafraum seid. Rücken zum Tor, vor zum Tor, scheißegal. Annehmen, drehen. Und dann werdet ihr sehen, wie viel mehr Tore ihr schießen werdet. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Ich hoffe, ich konnte es euch gut genug erklären, Leute. Wenn euch dieses Video geholfen und natürlich gefallen hat, dann bitte ich um ein dickes, fettes Daumen nach oben, my friends. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Abonniert meinen Channel für mehr FIFA 19 Videos, Tipps, Tricks und natürlich vor allem Tutorials. In der Beschreibung findet ihr meine weiteren Social-Media-Kanäle. Könnt ihr gerne abchecken, Leute. Facebook, Twitter und vor allem Instagram, wo ich am aktivsten bin. Ihr findet dort auch meinen Twitch-Kanal, wo ich regelmäßig streame. Vor allem die komplette Weekend League immer am Wochenende. Schaut da gerne vorbei, bin ich immer abends am Start. Und ihr findet natürlich auch den Amazon-Link zu meinem Buch vom Hobbyzocker zum Pro-Gamer. Natürlich wieder Werbung an dieser Stelle. Ein bisschen muss sein natürlich. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr euch für E-Sports interessiert, wenn ihr glaubt oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid ein guter Spieler und ihr braucht noch mehr Input, um den nächsten Schritt zu machen und vielleicht selbst mal Geld damit zu verdienen. Ist empfehlenswert. Ja, das war's für heute, my friends. Viel Spaß beim Umsetzen und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann.